Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind wieder bei Grey Matter. Das ist Folge 10. Und ich habe, das muss ich mal jetzt dazu sagen, ich habe jetzt mal geguckt, was wir jetzt einkaufen müssen. Weil ich dachte mir, bevor wir jetzt gleich irgendwie 95 Sachen kaufen, die die Welt nicht braucht. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob es irgendwie limitiert war. Das weiß ich nicht mehr. Aber wir gucken mal einfach. So. Gehen wir einfach raus. Sam, geh mal einfach raus. Geh mal einfach raus. Vor die Tür. An die Stelle. Genau, da muss ich hin. Jetzt muss ich nämlich erstmal einkaufen. So, Zentrum Oxford. Und jetzt muss ich zum Zauberladen. Ich möchte übrigens nochmal kurz den Zuschauer grüßen, der sich irgendwie echauffiert hat, als wäre ich irgendein Lehrer. Nee, da musst du Fuddel-LP gucken. Ich nicht. So, war ich genau auf der falschen Seite, bestimmt, ne? Ja, ist egal. Dann gehen wir mal eben kurz einmal rund um Oxford. So, da gehen wir da rein. Wir kaufen mal was wir haben. Guten Tag, Miss Everett. Hi. Interessante Konversation, ich muss schon sagen. Also, da geht was. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich habe es mir notiert, was wir brauchen. Ich will ein paar Sachen kaufen für meinen Neffen. Er fängt gerade erst mit dem Zaubern an. Ihr Neffe hat einen guten Geschmack. Ich finde diese Sachen selbst nach wie vor nützlich. Greifen Sie zu. Und vergessen Sie nicht zu bezahlen, bevor Sie gehen. Danke. Ich kann ja mal einfach was machen. Was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, was ich gar nicht kaufen soll? Wenn die Falle mit den dazugehörigen unsichtbaren Drähten ausgelöst... Dann kauft sie gar nicht. Okay. Okay, so haben sie es gelöst. So, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich davon brauche. Und das andere müsste alles da sein. Dann haben sie es so gemacht. So, jetzt geht's los. Den brauchen wir. Ein gewöhnlicher Magnet. Klassisch. Sie nimmt auch nur einen, ne? So, dann irgendwo sollte hier ein Kleber sein. Falscher Daumen, den brauche ich, glaube ich, auch, ne? So, siehst du, sie nimmt nämlich auch nur das mit, was sie braucht. Das ist okay. Das ist jedenfalls ganz logisch, wie sie es gemacht haben. Wobei, das hätte man dann auch anders machen können, weil dann hätte sie dann irgendwie mit dem quatschen können und... So, ich glaube, das war's. Ne, den Krachmacher. Wir brauchen noch einen Krachmacher. Ich habe es hier nämlich auf dem Zettel. So. Der? Dieses... Ja, genau. So, dann bezahlen. Was kann ich heute für Sie tun, Miss Everett? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie ein paar Sachen frage? Der Fragende gibt stets mehr Preis als der Antwortende. Oder etwa nicht? Schießen Sie los. Moment, ist das nicht das gleiche in Grün? Oder hatten wir das schon? Sind Sie ein Mitglied des Daedalus-Clubs? Wäre ich Mitglied, hätte ich geschworen, keine Namen von Mitgliedern zu nennen. Und das schließt natürlich mich selbst mit ein. Wissen Sie, welche Strafe einen erwartet, wenn man diesen Eid bricht? Nein, welche? Dem Schuldigen wird ein Auge rausgerissen. Ich hoffe nicht, dass dieser Trick zu Ihrem Standardprogramm gehört, wenn Sie Touristen unterhalten. Mit ein wenig Kunstblut wirkt das alles sehr überzeugend. Soll ich jetzt nochmal... Ihr wisst ja, ich muss ja den schlechten Witz machen. Immerhin kann man den Gag dann zweimal machen, wenn es nur ein Auge jeweils ist, ne? Stimmt es, dass jedes Mitglied des Daedalus-Clubs eine meisterhafte Inszenierung vollbracht haben muss? Oh ja, es spielt keine Rolle, wer oder wie erfolgreich man ist. Niemand kommt da drum herum, selbst Codeknacker vom CIA nicht. Im Daedalus-Club sind sogar Leute vom CIA? Sicher, der Club hat viele Gesichter. Aber natürlich spielen vor allem Magie und Illusion eine entscheidende Rolle. Natürlich. Können Sie mir erklären, was genau eine meisterhafte Inszenierung ist? Ich denke, ich kann Ihnen von einigen berühmten Inszenierungen aus der Vergangenheit erzählen. Sie sind mittlerweile so bekannt, dass man sie kaum noch als geheim bezeichnen kann. Okay. Warte, das hatten wir noch nicht, ne? Ja, komm, dann quatschen wir einfach. Halten Sie es für möglich, dass jemand auch mal in Oxford eine meisterhafte Inszenierung durchzieht? Vielleicht sogar jetzt? Halten Sie es für möglich? Ich führe jedenfalls nichts im Schilde. Ich auch nicht.
Ich bin ganz Ohr. Erzählen Sie mir von einigen berühmten Inszenierungen. Mal sehen. Da war mal dieser berühmte Illusionist aus dem Fernsehen. Er war bekannt dafür, große Dinge verschwinden zu lassen. Meinen Sie etwa... Na, keine Namen. Einer seiner legendärsten Tricks war es, die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen für 30 Minuten verschwinden zu lassen. Ich erinnere mich daran. Ich auch. Das hat er nicht nur für die Fernsehkameras gemacht. Die ganze Sache war seine Bewerbung für den Daedalus Club. Unglaublich. Und? Wurde er aufgenommen? Das Auge, meine Liebe. Denken Sie an das Auge. Erzählt er denn noch was? Erzählen Sie mir von einer anderen meisterhaften Inszenierung. Diese hier hat für einen Skandal gesorgt. Das Juweliergeschäft Tiffany in London hat einen Ring im Schaufenster ausgestellt, der als Crancefield Star bekannt ist. Der rosafarbene Diamant dieses Rings ist Millionen wert. Ja? Eines Tages bemerkte der Filialleiter, dass der Ring weg war. Die Leute vom Sicherheitsdienst erinnerten sich an eine gut gekleidete, alte und gebrechliche Dame, die vor dem Laden stehen geblieben war und Fragen gestellt hatte. Innerhalb von ein paar Stunden war der Diebstahl in aller Munde und die Polizei fahndete in der ganzen Stadt. Immer wieder gingen merkwürdige Hinweise bezüglich dieser alten Dame ein und die Polizei wurde munter von einem Ort zum nächsten geschickt. Die Sache lief den ganzen Tag in den Nachrichten und wurde immer grotesker. Aber... Was? Wurde der Ring wirklich gestohlen? Junges Fräulein, denken Sie wirklich, der Daedalus-Club würde einen Dieb aufnehmen? Lassen Sie mich zu Ende erzählen. Der Ring wurde schließlich am nächsten Morgen gefunden. Bei Scotland Yard. Und zwar in der Kaffeetasse des leitenden Detectives. Das ist ja völlig abgefahren. Bei meinem Glück würde ich allerdings sicher im Gefängnis landen. Bei meisterhaften Inszenierungen gibt es immer ein gewisses Risiko. Wer dennoch erfolgreich ist, hat den Beweis seiner Meisterschaft erbracht. Aber Ihnen würde ich einen Trick wie diesen nicht empfehlen. Nein. Gibt's noch was? Gibt es noch andere meisterhafte Inszenierungen, von denen Sie mir erzählen können? Ich denke, eine kann ich noch zum Besten geben. Diese hier stammt von einem Anwärter, der sie für seine Frau entworfen hat. Sie hatte eine Zwillingsschwester, aber beide wurden voneinander getrennt, als sie noch klein waren. Ihr Mann konnte die Zwillingsschwester aufspüren und hat sich etwas ausgedacht, damit beide Frauen aufeinandertreffen. Eine der Schwestern war Antiquitätensammlerin, die andere hat beim Auktionshaus Sotheby's gearbeitet. Er hat ein zauberhaftes Spiel entworfen, das beide Schwestern dazu veranlasst hat, die Teile eines alten Schachbretts aufzustöbern. Diese Suche hat sie schließlich wieder zusammengeführt. Das war eine schöne Inszenierung und vor allem rührend. Wirklich gut gemacht. Ich verstehe. Die meisterhaften Inszenierungen können also ziemlich unterschiedlich sein. Vielleicht gelingt es Ihnen ja eines Tages, Ihre ganz persönliche meisterhafte Inszenierung zu erfinden, Miss Everett. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Interessant. Interessant. Ich werde mal ein bisschen... googeln, ob es da vielleicht tatsächlich irgendeinen historischen Hintergrund gibt. Ich meine, bei Copperfield definitiv, aber das finde ich ja interessant. Also deswegen, war ja auch Thema Kornkreise, da habtet ihr, da hatte, glaube ich, jemand in die Kommentare irgendwelche Theorien gemacht. Es gibt, glaube ich, irgendwie wissenschaftliche Theorien, die werde ich irgendwann auch nochmal packen. Ich, bei der Aufnahmesession konzentriere ich mich jetzt ein bisschen erstmal nur auf das Game. Wir wären aber sicherlich auf die Punkte, deswegen habe ich hier so einen Zettel auch immer fleißig. Ich bin fündig geworden und möchte bezahlen. Ich weiß, für was Sie sich entschieden haben. 12 Pfund, bitte. Nicht schlecht, der Trick. Eher eine Notwendigkeit, wenn man einen Laden besitzt, Miss Everett. Genießen Sie den schönen Tag. Danke, das werde ich. Gut, bezahlt man also automatisch. Gut. Dann haben sie es auch so gemacht, dass man nicht gleich alles mitnimmt, sondern dass das getriggert ist. Okay. Bin ich zwar nicht unbedingt ein Fan von, aber ist nachvollziehbar. Nein, was ich sagen wollte, ich habe also immer einen Zettel hier liegen, damit ich also auf irgendwelche Punkte eingehen kann, weil wir werden sicherlich mal mit Sicherheit irgendwelche Stellen haben, wo wir auch mal wieder nicht weiterkommen. Und dann kann ich da nämlich auch ein bisschen was zu erzählen. So, jetzt brauche ich zur Bushaltestelle. Ne? Und dann gehen wir jetzt mal eben zurück zum Krankenhaus.
Da müssen wir ihn zu Susan. Da müssten wir noch jetzt eigentlich den Trick machen können. So. So. Sie bewahrt den. Da muss ich mir wohl etwas. Ja, ja. Warte mal, wo ist denn jetzt der? Da war die Tasse. Da war die Tasse. So. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Ja, dann mach das doch. Muss ich erst wieder das Richtige auswählen, ne? Gut, ich meine, den Magneten haben wir ja nicht ohne Grund. Und das mit der Tasse, das haben wir beim letzten Mal auch gefunden. So. Sagt's eigentlich was dazu? Kunstblut aus dem Zauberladen. Dieser Magnet hat genau die richtige Größe. Der falsche Daumen ist zwar ein bisschen zu groß, aber das wird schon klappen. Hautkleber. Zum Festmachen von Bärten, Haaren, Körperteilen und so weiter. Dieser Krachmacher erzeugt ein ziemliches Knirschgeräusch. Klingt wie ein Müllzerkleinerer oder ein Mixer. So. Styles hat mich allerdings... Muss ich vielleicht mit ihr quatschen? Ich möchte das gerne aktivieren. Ja, danke. So, jetzt können wir loslegen. So, wir brauchen mal eben natürlich das mit der Kaffeetasse. Den brauchen wir natürlich. So. Also, wir haben nicht umsonst den Magneten. Den packen wir in die rechte Hand, ne? Wir brauchen ja den Schlüssel. Wir vermuten mal einfach, dass der magnetisch ist. So. Die Kaffeetasse in die linke. So, dann rüber. Dann dürften wir... So, rechtes Objekt manipulieren, sprich Schlüssel rausziehen, sag ich jetzt mal einfach. So, sie ablenken. So, jetzt haben wir auch den Schlüssel. Das ist super. Den nehmen wir in die linke Hand. Dann hauen wir den in den Ärmel. Und das müsste es gewesen sein. Hey, der Schlüssel ist weg. Was? Hier, sehen Sie? Was zum Teufel? Haben Sie ihn genommen? Ich? Was soll ich denn damit? Sie haben doch hoffentlich einen Ersatzschlüssel, oder? In meiner Wohnung. Ganz schön beschissen. Das ist mehr als nur beschissen. Und nu? Schlüssel habe ich. Oder? Hä? Was ist denn jetzt der Schlüssel? Ah, da. Okay. Ja, ja, aber ich kann ja noch nicht agieren, wenn sie da ist. Was haben wir denn noch hier? Ich meine, wir haben ja nicht umsonst. Tja, da sehe ich nichts. Ich gehe mal erstmal woanders hin. Oder das mit dem Kaffee ist ja ganz putzig, aber... Lass mich raten, den kann ich jetzt bestimmt mitnehmen. Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Styles hier in der Abteilung aufkreuzt. Okay, ich dachte eigentlich, wenn wir einen falschen Daumen haben, klauen wir jetzt den Erste-Hilfe-Kasten, weil wir müssen Madame ja irgendwie beschäftigen. Okay. Das war noch nicht logisch gedacht. Ah. So.
Wo haben wir denn? Den müssen wir doch bestimmt wählen. Mit diesem Trick kann ich Susan bestimmt aus dem Raum locken. Aber ich brauche dafür ein paar Sachen. Okay, jetzt kannst du wahrscheinlich den Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Mann, das ist ja der Vorteil, das bin ich ja ganz ehrlich, habe ich nachgeguckt, weil, ja, das wollte ich jetzt nicht, aber gut, jetzt weiß ich ja, wie es geht, wenn man einfach nur einkauft und man kriegt die Sachen, die man braucht, dann ist das auch wurscht, aber ich wollte jetzt einfach nicht, dass wir jetzt hier 10 Folgen nur hin und her einkaufen, deswegen habe ich mir das rausgesucht, was man nehmen soll, deswegen dachte ich mir schon, wenn man einen Daumen braucht, dann wird es ja auch mit Sicherheit hier um die Wunde gehen, das scheint ja tatsächlich auch so zu sein. Mir tut schon der Daumen weh, wenn ich den Erste-Hilfe-Kasten nur anschaue. Das heißt, ich muss jetzt. Kann ich da. Abracadabra, wenn es doch immer so einfach wäre. Ach, sie nimmt ihn beim zweiten Mal mit. Ja, das war natürlich geil. Ach, sie packt ihn einfach nur weg. Okay, Sam Noob ist geil. So, jetzt kann ich wahrscheinlich schon. Kunstblut aus dem Zauberladen. Ja. Gut, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass der Daumen hält. Klar, ich muss ihn ankleben. Jetzt kann's losgehen. So, dann geh mal hin. So. Können wir den Trick noch? Der erste Teil des Tricks reicht. Okay. So, da ist der Brieföffner, mit dem müssen wir uns irgendwie verletzen. Also, den hauen wir mal nach links. So, dann müssen wir ihn manipulieren. Sie höchstwahrscheinlich ablenken. Nochmal, vielleicht? Das rate ich jetzt einfach mal. Gut, passt. Au! Was ist passiert? Ah, ich habe mich geschnitten. Au! Haben Sie Desinfektionsmittel oder sowas? Ich hol den Erste-Hilfe-Kasten. Okay, dann würde ich sagen, ist hier eine gute Gelegenheit, einen Cut zu setzen und dann kümmern wir uns jetzt mal endlich um die Akten und wissen mal, was endlich los ist. Ich bin euer Mr. Venom 1977, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.